Hallo Leute und willkommen zu GTA 5 Mods. Ich weiß zwar noch nicht ganz, wie ich diese Serie hier nennen soll, weil mit Most Wanted hat es jetzt eigentlich direkt nichts zu tun und mit dem Showcase eigentlich auch nicht direkt. Also, werde ich mir mal für die Zukunft überlegen, wie ich diese Serie hier nennen soll. Aber auf jeden Fall, bevor ich damit weitermache, es ist soweit. Der erste Car-Mod von GTA 5, zumindest wenn ich nach GTA Inside gehe. Für die Leute, die jetzt eigentlich sich erstmal denken, was ist jetzt hier eigentlich anders? Warum ist das überhaupt ein Car-Mod? Es ist ganz einfach. Und zwar, die einzige Voodoo-Version, die man hier in GTA 5 findet, ist die verrostete, die bei Sandy Shores rumfährt. Also, die Leute, die den Voodoo oder Voodoo mögen, wollen eigentlich wahrscheinlich eher so eine Version davon. Zumindest, wenn ich jetzt mal von mir hier sprechen darf. Das einzige Problem, was es hier gibt, ist, dass das 3D-Modell hier links an der Seite, wie soll ich sagen? Die Kratzer hier können nicht jetzt anfangs entfernt werden, weil jetzt man eigentlich noch an einem 3D-Modell arbeiten müsste. Gott, das war gerade eben das schwierige Geburt. Dementsprechend, falls ihr es mir gerade eben nicht glaubt, hier erstmal fix. Es, tut nichts, also von dem her. Es ist zwar ziemlich schade, dass jetzt erstmal hier diese unschöne Dellen und Kratzer drin sind, aber trotzdem, ich finde es eigentlich ziemlich nice. Und eins, was ich noch wirklich gerne Rockstar fragen würde, ist, warum gibt es eigentlich gar keine rostfreie und normale Version von dem Voodoo? Dieses Fahrzeug finde ich persönlich eigentlich ziemlich schön und ich hätte eigentlich auch nichts dagegen, bei GTA Online dieses Fahrzeug kaufen zu können oder finden zu können. In der rostfreien, rostfreien Lackierung, zu finden. Falls ihr jetzt damit nur weitermachen wollt, ich habe jetzt sowieso meinen Faden verloren. Ich werde jetzt erstmal das machen. Und zwar, ich werde zu einem Los Santos Customs fahren und ein klein wenig an dem Fahrzeug rumarbeiten, damit ich gleich die Polizei mit dem Trainer aktivieren kann, also 5 Sterne. Und dann einfach mal zu schauen, wie lange ich überleben werde. Ich muss noch hinzufügen, ich bin am Anfang der Story, also von dem her erwartet keine Wunder, die ich jetzt an diesem Fahrzeug hier hinzufügen kann. Also, das sollte ich noch definitiv hinzufügen. So. Erstmal hier rein. Bremsen kann ich ja nicht mal nehmen. Panzerung 40%, dass ich wenigstens ein bisschen mehr geschützt bin. Motor-Upgrade, das erste. Die Hupe. Ich wollte schon fragen, was zur Hölle? Schwierig zu sagen, welche Hupe ich nehmen soll, aber ich denke mal, dadurch, dass es ein Muscle-Car ist, kann ich jetzt erstmal hier eine Hupe geben. Und zwar die hier. Warum nicht? So, Scheinwerfer. Ich mag diese Xenon-Scheinwerfer in diesem Spiel überhaupt nicht. Aber ich denke mal, sieht schon besser aus, wie ich finde. Also von dem her nehme ich mal die etwas bläulichen Lichter. Auch wenn ich diese ganz klaren Lichter eigentlich eher bevorzuge. Pass LED, ich hab's vergessen. Auf jeden Fall Neon Kids definitiv nicht. Nummernschilder. Eigentlich würde diese Option hier sehr gut passen. Ich glaube, die werde ich sogar nehmen. Also von dem her, meine Fresse, das war gerade eben interessant. Und auch hier orange, falls möglich. Ich weiß, es passt jetzt nicht direkt zu dem Fahrzeug, aber ich finde, es kann auch nicht direkt schaden. Also von dem her, obwohl das Rot sieht ja nicht auch ziemlich gut aus. Vor allem mit dem Schwarzen noch dazu. Ich werde definitiv das Torino-Rot nehmen. Ja, das Torino-Rot. So. Und die Sekundärfarbe werde ich jetzt mal hier, ja, richtig schön in Schwarz machen. Sehr gut. Ansonsten, Getriebe. Kann ich schon das Beste kaufen? Okay. Turbo würde ich zwar schon vorschlagen wegen der Beschleunigung, aber ich möchte jetzt eigentlich nicht den Sound ruinieren. Ich weiß, Turbo-Tuning ist schon toll, aber bei einem Klassiker hat es wirklich nichts zu suchen, wie ich finde. Ansonsten Reifenzubehör, schussige Reifen, natürlich noch nicht. Schwarze Reifenqualm, mach ich mal hier eine Ausnahme und nimm das sogar. So, ansonsten Felgentyp, Lowrider. Nicht mein Fall.
Ich mag ja die aktuellen Felgen, also im Sinne von dem Zoll her, also von dem her. Ziemlich schade, dass ich nicht irgendwas Ebenbürtiges hier bekomme. Ja, ziemlich schade. Aber okay, ich nehme an, muss was sein. Noch so ein leichtes Schwarz dazu. Passt. Sieht sehr schön aus, wie ich finde. Ich glaube wirklich, dass ein Rad eingeklemmt war, weil ehrlich gesagt, das Fahrzeug hat nicht so ganz beschleunigt. Ich weiß, der Voodoo hat es jetzt eigentlich nicht direkt von der Beschleunigung her, aber trotzdem, normalerweise ist er auch ein bisschen schneller, von dem her ziemlich scheiße. Mein Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Schön zu sehen, dass sie es überhaupt getan haben, aber ich werde jetzt erstmal so räudig sein und das ignorieren und mir einfach einen neuen Voodoo spawnen lassen. Ja, das wollte ich ja nicht drücken. Car-Spawner, hier. Sehr gut. Naja, bin immer wirklich gespannt, wie lange das braucht, bis Rockstar wirklich mal hier eine sauberen, rostfreien Voodoo hinzufügt. Sei es zum Kaufen oder zum Finden. Es ist mir scheißegal. Ich würde sogar 100.000 GTA Online dafür zahlen. Was soll ich sagen? Wenn ich sagen, dass ich auf das Fahrzeug stehe, das würde auch nur falsch rüberkommen. Nein. Sondern, würde es gerne in meiner Garage haben. Aber bevor ich jetzt erstmal damit weitermache, Player. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut. Alpha, Bravo, 6, need backup. Gott. Dieses Beige. Oder eigentlich sogar cremeweiß, echt schwierig zu sagen. Sieht irgendwie nett aus bei diesem Panther. Komischerweise. Notierung an mich selber. Erstens sagen und zweitens aufpassen, wo ich hinfahre. Gott. Ja, es tut weh, Franklin. Trotzdem, hör auf, diese Geräusche zu produzieren. Warum gehen die nicht in die Luft? Ja, jetzt. Trotzdem, hätte es vielleicht früher gebraucht. Ach, leck mich doch einfach. Ha, gar nicht gesehen. Toll. Ich meine, es ist immer wieder praktisch, wenn ich zwei oder mehrere Platten habe. Streichen wir das. Es ist allgemein praktisch, Platten zu haben. Und ich meine sarkastisch. Gott, du Penner! Das war notwendig. Ethel! Gott, bitte, ich will doch nur, bitte! Wisst ihr, normalerweise stelle ich mich eigentlich nicht so an. Ich weiß, das ist vielleicht eine Ausrede, die schon ziemlich öfters verwendet werde, ja. Verwendet wird, verdammt nochmal. Aber ehrlich. Was zur Hölle? Ich passe nicht auf, wo ich hinfahre, wird ziemlich leicht erschossen. Und lauter diese schönen Sachen. Also von dem her, ich bin einfach nur beeindruckt. So, jetzt erstmal hier. Ich möchte ganz zivilisiert die Scheibe aufmachen. Weil ich ja echt gerade eben die Scheibe nenne. Naja, Player und 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut. So, und noch dazu die AP-Pistole. Sehr gut. Tut mir leid. Mach mir verdammt nochmal ein Hobby daraus. Ich weiß nicht warum. Die ganze Zeit die Farbe von unbeteiligten Fahrzeugen. Nein, unbeteiligte Fahrer eigentlich zu erschießen. Ich kann euch eins sagen, ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber es fuckt mich anscheinend so sehr ab, dass ich durcheinander komme. Hervorragend. Und selbst das tue ich auch nicht jeden Tag. Bravo an mich selber. Ich glaube, ich werde sogar ein bisschen auf dem Airport rumfahren, weil ich Bock habe, auf dem weiten Areal zu fahren, wo ich nicht direkt sofort hängen bleiben kann, weil ich es heute anscheinend echt damit habe. Oh, und wenn wir eigentlich schon mal dabei sind von Fahrzeugen, die ich eigentlich mal gerne bei GTA Online kaufen würde, ist ja einmal der Vapid Sonier, den neueren als Zivilistenversion und noch dazu die ganzen Polizeifahrzeuge, dass man sie einspeichern kann und tunen kann. Für die Leute, die es nicht gewusst haben, aber dieses Polizeifahrzeug dort kann man eigentlich in dem Sinne tunen. Das ist ja das Komische. Aber man kann es nicht einspeichern und geschweige denn in Los Angeles Customs reinfahren. Von dem her,
Ich habe schon gehört, dass sie eigentlich in der Beta das so gehabt haben, dass man das machen konnte, aber fand wohl die Idee dann doch nicht so super. Das sieht doch ein bisschen komisch aus. Ich möchte eigentlich nur hier rüber. Boah, verdammt nochmal. Ich gebe jetzt einfach dem Voodoo die Schuld. Ja, das. So tief werde ich jetzt erstmal sinken. Gib einfach Gas. Oh, was mir gerade eben kommt, bevor ich nochmal eine schöne Macke reinfahre. Highwayman. Shoot me then! Und überhaupt, jedes Mal, wenn ich den Ripley sehe, muss ich immer dran denken, wie ich den Liberty City Street Cleaner bei mir drin hatte. Ich liebe einfach diesen Mod. Unendlich Masse. Und für die Leute, die mich darauf hinweisen möchten, ja, ich weiß schon, dass es ein Addo gibt mit Unendlich Masse. Ich habe noch nicht ganz ausprobiert, aber trotzdem, ja, ich weiß, dass so etwas schon existiert. Warum stehen da zwei Limousinen? Das ist mir neu. Aber dann wiederum, Singleplayer. Wie lange habe ich das eigentlich insgesamt gespielt? Und ich sehe jetzt noch nicht mal die Zeit dazu, als ich es jetzt hier an meinem PC mit Mods gespielt habe. Ich habe maximal 20 Stunden, mehr nicht. Die ganze Zeit, die ich mit GTA 5 verbracht habe, war in GTA 5 Online. Ich weiß, der Online-Modus könnte weitaus besser sein und vor allen Dingen, meiner Meinung nach, könnte es noch ein paar Features von dem MTA-Server und Sandford 2 übernehmen. Eine Mall, die man besuchen kann und noch dazu, was weiß ich, ganz verrückt, Helikopter und Boote, die man tatsächlich bei seinen Apartments abstellen kann, aber ist jetzt auch erstmal egal. Solche Sachen in der Art, aber ich lasse es jetzt erstmal gut sein, weil ich krieg heute sowieso nicht ganz meinen Punkt zusammen, also von dem her, yippee-yay. Oh, komm schon. Oh, habe ich den Piloten getroffen. So gefällt's mir doch. Oh mein Gott! Hätte eigentlich nicht gedacht, dass es so einen Fick auf seinen Kollegen gibt. Dieses Verhalten wäre normal gewesen, nehme ich mal an, ne? Wenn die in einem normalen Streifenwagen gewesen wären. Nicht, wenn noch an der Seite ein Kent hängt. Also von dem her, das ist ein bisschen komisch. Zum Glück rammen die mich nicht. Normalerweise orientiere ich mich auch ein bisschen an der Minimap, ob ein Polizeifahrzeug vor mir ist, aber das ist auch gerade eben so gut zu machen. Motherfucker! Naja, ich schätze mal, das war's wohl mit mir. Hätte eigentlich nicht gedacht, dass das Fahrzeug so schnell in die Luft geht. Naja, also Leute, das war jetzt erstmal GTA 5 Mods. Ich hoffe, es hat gefallen. Und jetzt würde ich dann erstmal sagen, bis später!